Ja, die Drittliga-Fußballer vom 1. FC Magdeburg, die wollen ja auch wieder mal im großen DFB-Pokal spielen. Doch dazu müssen sie erstmal den Landespokal von Sachsen-Anhalt gewinnen. An diesem Wochenende stand die erste Runde an. Der FCM musste in die Altmark reisen nach Osterburg. Und dort wartete schon der Creveser SV aus der Landesliga. Das ist die 7. Liga. Richtige Amateure, Jungs, die ihren Haupterwerb natürlich nicht im Fußball haben, den HFC ärgern, vielleicht selbst ein Tor schießen und einfach eine coole Fußballparty feiern, das war trotzdem ihr Ziel. Crevese ist für diesen großen Fußballtag umgezogen in 7 Kilometer entfernte Osterburg, wo knapp 1400 Zuschauer im Stadion an der Landessportschule dabei sein können. Der Platz allerdings knochenhart, nicht gewässert. Und dann fehlt Creveses Trainer auch noch sein Kapitän. Der hat geheiratet, kommt höchstens als Zuschauer. Ja, davon gehe ich mal schwer aus, dass er sich irgendwann noch sehen lässt. Wenn er darf oder kann, weiß ich ja nicht. Der frisch vermählte Sven Hinze drückt seinen Mitspielern alle Daumen. Aber selber spielen geht nun wirklich nicht. Die hat sich sehr gestreckt, die Feier. Die war gut. Die war Donnerstag schon gut. Die war Samstag auch noch mal sehr gut. Und dann ging es immer bis zum Ende. Hab trotzdem Spaß dran, so einen großen Gegner mal ein bisschen zu ärgern. Mit einem kräftigen Petschers! Die Fans und die Mannschaft aus dem 500-Einwohner-Dorf Crevese sind hochmotiviert für das Pokalspiel gegen den Drittligisten 1. FCM. Tolle Choreografie mit besten Grüßen an beide Vereine. Vor einem Jahr spielten beide schon mal gegeneinander, da hieß es 1:9. Die gelb-schwarzen Creveser halten 12 Minuten lang das 0:0. Dann dieses Foul, der Pfiff 11 Meter. Kevin Kruschke trifft zur Führung für den haushohen Favoriten. Und dann der Auftritt von Niklas Brandt. Nach seiner Herz-OP kann er endlich wieder richtig Fußball spielen. Schon steht's 0:2. Doch Crevese wehrt sich, hat selbst eine Riesenmöglichkeit durch Marius Weihrauch. Und auf der anderen Seite ihr Torwart Björn Dietzel wirft sich auch mutig in die Flankenbälle der Magdeburger. Und dann ist er trotzdem wieder machtlos. 0:3 durch den Amerikaner Malone. Das ist dann auch der Pausenstand, gut zu sehen auf der manuell gesteuerten Anzeigetafel. Dann kurz nach Wiederbeginn eine unübersichtliche Szene im Magdeburger Strafraum. Und plötzlich 11 Meter für Crevese. Die Chance für Marius Weihrauch, der die Nerven behält. Und dann habe ich ihn einfach hingelegt und geschossen, die Ecke vorher ausgeguckt. Der FCM, der einige Spieler aus der zweiten Reihe eingesetzt hat, ist am Ende klarer Sieger. Endstand Crevese gegen Magdeburg 1:4. Aber der Dorfverein ist stolz auf sich. Ich habe ja so gesagt, wir müssen aufpassen, dass wir nicht 20 Buden reinbekommen. Jetzt sind es nicht mal 5 geworden. Wir haben ein Tor geschossen. Sensationell. Pokal aus für den Creveser SV mit einer Niederlage, die in die Vereinsgeschichte eingehen wird, als ein großer Erfolg.